Hallo Leute, hier ist Hazel. Nach 4 Wochen Abstinenz auf Twitch bin ich mal wieder hier. Tatsächlich auch aus dem Grund, dass ich ein bisschen an Kurzatmigkeit leide, wegen einem Lebewesen. Und ich hatte halt voll Angst, dass man im Stream das hört. Und beim letzten Stream, wo ich zum Beispiel auf ApoRed reagiert habe oder sein Sandwich gegessen habe, Alter, als ich das geschnitten habe, musste ich so viele Atempausen rausschneiden, das ging gar nicht. Und dann dachte ich mir so, okay, ich kann nicht mehr streamen. Genau, das ist meine Ausrede, warum ich so lange abwesend war. Danke für alle Glückwünsche hier. Also es ist mega, mega viel, was eingetrudelt ist. Es ist extrem unrealistisch, auf alle Glückwünsche zu antworten. Ich habe heute etwas geplant. Und zwar habe ich das Video ja vor 2 Tagen hochgeladen und noch ein bisschen Bange gehabt, in die Kommentare zu schauen, so, weil ich wusste einfach nicht, was ich erwarten soll für Reaktionen. Es gibt schon gemischte Reaktionen, das habe ich schon auf Instagram mitbekommen, und ich kann alle Reaktionen verstehen. Aber ich dachte mir heute, es wäre ganz lustig, wenn ich darauf reagiere, auf YouTuber, die mir zur Schwangerschaft gratuliert haben. Okay, ich habe wirklich noch keinen einzigen Kommentar gelesen. Das tut mir auch voll leid. Ich habe halt ein bisschen Angst. Hier fangen wir gleich an mit Breaking Lab. Der schreibt Glückwunsch, Hazel. Und tatsächlich werde ich ihn auch in 2 Tagen sehen. Ich werde nämlich mit ihm live streamen in einer Glaskuppel, wo wir übernachten werden. Das ist auch einer der Jobs, warum ich halt die Schwangerschaft veröffentlichen musste. Es wird 99 Stunden lang live gestreamt. Und da wäre es echt unmöglich, rumzulaufen und den Bauch zu verstecken, weil das Fernsehen kommt auch. Und es ist einfach, ihr versteht das bestimmt, ist unmöglich. Genau, da freue ich mich auf jeden Fall auf den Jakob. Und hier schreibt der Falco. Oh, ich soll antworten. Du meinst, ich soll hier auch antworten. Okay, ich antworte erstmal. Danke. Danke, Jakob. Ich weiß gar nicht, ob mit K oder mit C. Bis bald. Dann hat der Falco geschrieben, er hat mir auch privat geschrieben, das muss auch mal erwähnt werden. Ich freue mich sehr für euch, Augurissimi, das heißt auf Italienisch herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das heißt auch, glaube ich, alles Gute zum Geburtstag. Also generell, glaube ich, heißt es herzlichen Glückwunsch. Das weiß ich, weil ich vielen Italienern folge. Ihm antworte ich dann einfach mal, danke. Und dann schreibe ich noch, Bambini in the making. Bambini heißt Kind Dirk, glaube ich. Ach so. Ja, okay, Weilers Kommentar kenne ich. Das hat mir Dirk vorgelesen. Darf das Kind Weilam Junior mit Zweitnamen heißen? Wenn nicht, Kevin Junior. Nein. Ja, genau. Wenn wir unser Kind Weilam Junior nennen müssen, dann muss er sein Kind Hazel Junior nennen. Wie seht ihr das? Weilam ist übrigens ein geschlechtsneutraler Name oder auch tatsächlich ein Mädchenname. Ich glaube, wir haben schon mal ein Mädchen getroffen, was Weilam hieß. Und dann hat Weilam zu uns gesagt, dass Weilam eigentlich ein Mädchenname ist. Weil seine Eltern dachten bis zu seiner Geburt, dass er ein Mädchen wird. Fun Fact. Nicht, dass ich hier alle seine potenziellen Videoideen droppe. Ja, dann haben wir hier noch Inka. Oh, das habe ich wirklich gar nicht gesehen. Schreibe ich schnell. Danke, Liebes. DIY-Eule. Kenne ich gar nicht. Okay, aber natürlich, man sollte sich bedanken. Oh, Hazel, herzlichen Glückwunsch euch. Dann schreibe ich erstmal Danke dir. Später schaue ich dann noch rein, was DIY-Eule so für Content macht. Vielleicht kennt ihr die Person ja. Ich weiß gar nicht, was für ein Geschlecht. Ah, Nia. Nia, okay. Natürlich muss Nia kommentieren. Nia ist ja auch im Video. Er hat geschrieben, so schön. Was schreibe ich? Nicht so schön wie du? Oh mein Gott, wie was kann ich antworten auf so schön? Warten wir ab, bis es rauskommt und wirklich schön ist. Scherz. Ich schreibe einfach, freue mich auf deine Umarmung. Also, wenn ich Nia wiedersehe, dann mache ich auch ohne Ausnahme und werde ihn umarmen. Tatsächlich werde ich ihn auch in 2 Wochen sehen. Das ist voll cool. DIY-Eule hat auch erst vor kurzem ihr Kind bekommen. Ah, okay. Dann möchte ich auf jeden Fall vorbeischauen. Vielleicht auch auf ihren Instagram. Oder, ja, ihr. Okay, das ist eine Frau. Ich würde jetzt voll gerne voll vielen Mamas folgen, aber ich muss noch gucken,
welcher Content mir dazu gefällt. Cookies, Taters. BTS-Fans. Also auf jeden Fall ist es ein BTS-Kanal. Glückwunsch, ihr Lieben. Okay, dann schreibe ich erstmal Danke. Hashtag Army. Freust du dich auf das neue Album von Blackpink? Oh, auf jeden Fall. Also mal wieder sehr stark am Teasern. Blackpink PR-Marketing-Team wieder am Start. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass sie endlich ein Album haben, damit niemand mehr sagen kann, Blackpink hat nicht mal ein Album. Das kann dann keiner mehr sagen. Das ist auf jeden Fall nice. Silvi hat mir geschrieben, ich freue mich so sehr für euch. Glückwunsch. Lustigerweise haben ich und Silvi, glaube ich, vor einem Jahr, nee, sogar vor 2 Jahren mal darüber geredet. Also sie weiß auf jeden Fall von mir, dass ich damals einen Kinderwunsch hatte. Sie freut sich wirklich für mich. Danke, Silvi. Hoffentlich bis bald. Ich glaube, ich habe sogar mal ein Video mit Silvi gedreht. Ja, ich habe ein Video mit Silvi gedreht, was Dirk sogar schneiden musste. Und da kam sogar die Frage mit, heiraten und Kinder. Und das hat Dirk sowas von rausgeschnitten, weil er war echt... Ich war ein bisschen penetrant und sehr forscht auf jeden Fall. Dem, was ich will. Ah, ich glaube, Dirk wollte es schon auch, aber er hat halt immer diesen... Ist mich nicht unter Druck, Vibe. Sarah Isabel. Liebe Sarah ist ja jetzt nach Amsterdam gezogen. Ich habe sie echt verpasst. Ich wollte sie mal kennenlernen. Ich habe sie nämlich nur auf einem Event einmal gesehen. Ich freue mich so für euch. Ein richtig schönes Video. Herzlichen Glückwunsch. Sarah schreibe ich. Danke, Sarah. Ich wünsche dir auch alles Gute zum neuen Lebensabschnitt. Ah, Kupferfuchs. Oh mein Gott. Ich habe mich ja auch immer gefragt, ob Kupferfuchs weiß, wer ich bin, weil ich folge ihr, weil sie macht ja so Rezeptvideos und unter anderem ist sie halt auch schwanger. Einer der ersten schwangeren Muttis, wo ich den Content wirklich verfolgt habe. Und ich habe auch ihre Videos immer kommentiert, aber ich habe nie so den Hinweis gegeben, ich bin auch schwanger. Aber ich habe immer so kommentiert, oh, herzlichen Glückwunsch, es ist ein Junge. Und ich habe mich gefragt, ob sie weiß, dass ich existiere. Und ihren Mann, den gucke ich auch ab und zu. Der macht so vegane Rezepte. Oh, herzlichen Glückwunsch und so ein schöner Wäschekorb. Na, ich schreibe. Danke. Okay, warte, ich weiß gar nicht, ob ihr Baby schon da ist. Letztens war sie in der 38. Woche. Ich glaube nicht. Dir natürlich auch alles Gute, besonders für den Frosch. Sie nennt ihr Baby nämlich Frosch. Toni, vorher dachte ich immer, Weilam wäre euer Kind. Ha, 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 ha. Hört sich aber so an. Ja, also ja, wirklich, manchmal könnte man das denken, ja. Also nicht vom Aussehen her, aber so wie wir mit ihm umgehen, manchmal im privaten Leben. Ah, Kupferfuchs hat ihr Baby noch nicht bekommen, aber sie ist kurz davor. Ja, dass sie kurz davor ist, das weiß ich auf jeden Fall. Nennt ihr denn euer Baby also so kosenamenmäßig? Das können wir auf jeden Fall... Soll ich das verraten? Ich habe ein bisschen Angst, wenn man den Kosenamen verrät, dass man auch vielleicht den richtigen Namen erraten könnte. Deswegen noch nicht. Lisa Sophie hat mir auch gratuliert. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Lisa. Dir auch alles Gute mit dem Zusammenziehen. Sie ist nämlich jetzt mit ihrem Freund zusammengezogen. Ich weiß alles über YouTuber. Die wissen bloß nicht, dass ich alles weiß. Oh mein Gott, da habe ich mich ja richtig erschrocken. Also Dirk hat mir geschrieben, dass Sami Slimani kommentiert hat. Er hat mir zwar nicht gesagt, was, aber er hat gesagt, oh mein Gott, Sami Slimani hat dein Video kommentiert. Und dann dachte ich so, er weiß, dass ich existiere. Obwohl, nein, ich habe ihn schon mal gesehen. Auf der YouTube Premium Party hat er, ja, da hat er gesagt, deine Videos sind cool. Und dann habe ich gesagt, nein. Ich war voll schockiert einfach. Ja, stimmt. Stimmt, wir kennen uns. Okay, dann schreibe ich, danke dir, mein... Lieber Sami. Tektastisch hat mir auch gratuliert. OMG, Glückwunsch. Danke, danke, danke. Ich schreibe ich. Von Tektastisch habe ich übrigens den Tipp, er hat nämlich eine Hündin und er verrät nicht online, wie seine Hündin heißt, weil dann könnten vielleicht Fans oder Stalker oder Nicht-Fans ihn auf der Straße sehen und die Hündin halt beim Namen rufen und dann kommt die Hündin halt angelaufen zu einem Fremden quasi. Und da habe ich mir eigentlich auch diesen Tipp genommen, eigentlich den Namen des Kindes nicht zu verraten. Weil es kann ja sein, dass es verrückte Menschen gibt, die dann einfach mein
den Namen meines Kindes rufen und dann geht mein Kind, weil es ein bisschen nicht so intelligent ist, einfach dahin und das geht nicht. Ja, genau. Diesen Tipp habe ich mir von ihm geklaut. Ab wie vielen Jahren wirst du das Kind filmen? Crazy. Also das ist eine crazy Frage. Tatsächlich gar nicht. Also desto älter wahrscheinlich, desto weniger. In Deutschland ist es so, dass Kinder, bis sie ein Jahr alt werden, kein Recht haben auf ihr Bild. Also quasi könnte man die Kinder schon zeigen, bis sie 12 Monate sind, weil die haben kein Recht auf ihr Bild. Und danach haben sie aber Recht auf ihr Bild. Deswegen würde ich das jetzt, so wie ich das geplant habe, gar nicht zeigen. Und wenn man es zeigen will oder sollte, dann sollte das Kind halt von alleine drauf kommen und sagen, hey, ich will auch in deinen YouTube-Videos. Aber bis das passiert, müssen wahrscheinlich so 16 Jahre vergehen, dass das Kind von alleine sagt, ich will in deine Videos. Ja, das ist mein State. The Duke. Auf einmal ergibt für mich alles Sinn. Ja, das ist ein anderes Video. Das ist ein ganz anderes Video.